Die Show ist zu Ende. Geschlossen. Hmph!
Hallo, Leute? Stolas ist direkt vor mir. Sehr gut. Sprich mit ihm. Vielleicht ist er gar nicht so böse. Du schon wieder. Du brauchst nicht zu flüstern. Ich kann hören, wie du dich mit deinen Freunden unterhältst. Entschuldigung, ich bin Stormy. Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns vorzustellen. Jedenfalls hast du es mir nicht leicht gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Und warum sollte ich nett zu dir sein? Ihr seid doch alle gleich. Ihr wollt mich nur ausnutzen. Dich ausnutzen? Nein, du irrst dich. Ich will nur mit dir reden. Kannst du mir zum Beispiel verschlumpfen, wonach du suchst? Wonach ich suche? Ich möchte mich endgültig vom grünen Stein lösen. Das ist es, was ich will. Na gut, vielleicht könnten wir dir helfen. Mir helfen? Das ist ja die Höhe! Du hast dich also mit diesem bösen Alchemisten verbündet, um mir zu helfen? Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich habe keine Zeit für Diskussionen. Und du bist es nicht wert, dass ich gegen dich kämpfe. Moment, da liegst du falsch. Wir sind kein Team. Das heißt doch, aber es ist nicht so, wie du denkst. Sei still. Viel Spaß mit meiner Schöpfung. Einem anderen Ich, von dem ich hoffe, dass es dir eine Lektion erteilt. Oh nein, so eine Schlumpfastrophe. Leute, könnt ihr mich hören? Das ist nicht gut. Freut mich, dich kennenzulernen. Und jetzt verschwinde! Der Schlumpf von Max hat sich abgekühlt. Mach dich bereit für meine Spezialkombo. Das war die Vorspeise. Jetzt kommt der Hauptgang.
Zauber meiner Fäuste! Achtung! Ich werde angegriffen! Oho! Immer noch auf den Beinen! Mal sehen, wie du hiermit zurechtkommst! Dahin zurück, wo du hergekommen bist, Winzling. Achtung, ich werde angegriffen. Kostprobe meiner Fäuste! Bleiben wir auf der Hut! Wer ist die Stärkste? Ach, Stormy, ich freue mich so, dich wiederzusehen, auch wenn ich mir wünschte, dass die Umstände andere wären. Es war meine Idee, Papa Schlumpf. Nimm es Stormy nicht übel. Egal, was geschehen ist, ist geschehen. Wir haben Dringenderes zu erledigen. Wem sagst du das? Also erspart mir eure Umarmungen. Wir müssen uns um dieses verfluchte Wesen kümmern, das immer noch frei herumläuft. Das Wesen heißt Stolas.
Und ich wette, dass er wegen deiner Schlumpfereien sauer auf uns ist. Da haben wir es. Wie immer ist alles meine Schuld. Konzentrieren wir uns. Während du im Wald warst, haben Gargamel und ich nachgeschlumpft. Stolas hat dir erzählt, dass er sich vom grünen Stein befreien möchte. Das erschien uns zunächst seltsam, denn er ist doch gerade erst daraus entkommen. Aber vermutlich ist es wie bei einem Flaschengeist, der sich aus der Lampe schlumpft. Er bleibt immer mit ihr verbunden, wie durch eine unsichtbare Kette, versteht ihr? Man muss kein Genie sein, um das zu verstehen. Dieser grüne Stein ist in Wahrheit ein Stein der Gefangenschaft. Das Wesen ist also immer an ihn gebunden. Wir könnten aus den Fragmenten, die ich aus dem Labor geborgen habe, einen neuen herstellen. Und aus den magischen Substanzen, die du von dem Wesen und aus dem Wald geschlumpft hast, als du diese seltsamen Kristalle zerbrochen hast. Dann können wir es für immer einsperren, den Schaden, den es angerichtet hat, wieder gut machen und unser Leben weiterleben, jeder für sich. So können wir alle zufrieden sein, oder? Es muss doch eine andere Lösung geben. Nein, gibt es nicht. Unglaublich, darf hier wirklich jeder Schlumpf seinen Senf dazugeben? Wir müssen handeln. Dieses Wesen zerstört alles, was sich ihm in den Weg stellt. Immer mit der Ruhe. Wir müssen den nächsten Schritt vorbereiten. Wir müssen die von Stolas geöffneten Portale schlumpfen. Außerdem den angerichteten Schaden wieder gut machen und mehr von dieser magischen Essenz schlumpfen. Verlass dich ganz auf uns, Papa Schlumpf. Mit dem Schlumpfumix sind wir bestens gerüstet. Kannst du mir den Schlumpfumix kurz schlumpfen? Ich muss ein paar Änderungen vornehmen. Und fertig. Ich habe die Verbesserungsstufe des Schlumpfumix erhöht. Mit dem, was du auf deinen Abenteuern sammelst, kannst du noch weitere Änderungen vornehmen. Super. Vielen Dank, Handy. Das nenne ich wirklich eine Überraschung. Erst das mit den Portalen und dann tun wir uns mit Gargamel zusammen. Und zu guter Letzt dieses seltsame Wesen. Ihr wart ganz schön beschäftigt. Und wie? Aber ich hoffe, dass wir es schaffen, alles wieder ins Lot zu bringen. Ist im Dorf alles in Ordnung? Wisst ihr, ob auch andere Schlümpfe teleportiert wurden? Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, Sturmi. Wir sind alle unseren eigenen Schlumpfereien nachgegangen, als wir plötzlich hierher teleportiert wurden. Ich bin trotzdem froh, dass ihr hier seid. Ich hoffe, dass keine Schlümpfe ins verwünschte Land teleportiert wurden. Zerschlumpf dir nicht den Kopf. Es bringt nichts, wenn wir uns so stressen. Wir wissen einfach noch zu wenig. Wir sollten lieber weiter recherchieren, damit wir erneut gegen dieses Wesen oder vielleicht sogar gegen Gargamel antreten können.
komm später wieder. Puh, es tut gut, das Ding gelegentlich abzulegen. Hey, Stummi, darf ich mir den Schlumpf vom Hämlein? Ich will auch damit schlumpfen. Wenn du unbedingt willst. Aber drück nicht auf die Knöpfe. Das ist wie ein Spielzeug. Piu, piu, piu. Ja. Hallo? Schusselschlumpf, du musst uns sagen, wo genau du bist. Hallo? Ich weiß nicht, da sind überall Wände. Er muss bei einem Menschen sein. Schlumpf, so schnell wie möglich da raus, Schusselschlumpf. Aber ich bin schon draußen, in den Bergen. Überall liegt Schnee. Ob ich wohl einen Schneeschlumpf bauen kann? Hallo? Na, oh, sie haben aufgelegt. Hüpp! Hallo Leute, ich sehe Minen und eine grüne Ampel. Ich wette, Stolas ist hier vorbeigekommen. Zumindest, wenn er auch grün hatte. Schusselschlumpf, du musst so schnell wie möglich zurück in die Hütte kommen. Nein, ich mag Gargamel nicht. Schusselschlumpf? Schlumpfst du uns? Alles Schlumpf. Sieht so aus, als würde er uns nicht schlumpfen. Klar höre ich sie. Die sind ja wohl total schlumpfig. Er muss aufpassen. Stolas befindet sich bestimmt in der Nähe. Ah, ich verstehe. Ihr tut nur so, als würdet ihr mich nicht hören. Wir können dich hören, Schusselschlumpf. Und das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Späßchen. Suche rund um dich herum und sobald du eins siehst, spring hinein und komm zurück. Ein Portal suchen, um hineinzuspringen. Okay, Schlumpfine. Und drück auf den Knopf am Schlumpfi-Talkie, wenn du schlumpfst.
Oh, das ist die reinste Magie. Alles ist weg. Ist es echt witzig, weil so ein Wind weht. Es schlumpft stark am Rand der Klippe. Das darf doch nicht wahr sein. Er ist an einem Berghang. Ah, na bitte. Hört ihr mich? Pass auf, du darfst nicht runterfallen. Nanu, wer spricht denn da zu mir? Ich kann doch gar nichts hören. Schusselschlumpf, das ist nicht der Zeitpunkt für solche Spielchen. Die Lage ist äußerst ernst. La la, Schlumpfe, la la, ich höre nichts, Bastard.
Oh, das ist die reinste Magie. Alles ist weg. Ein unpassierbarer Weg. Aber wo ist sie hin? Hin? Hopp. Oh, hopp. Oh, hopp. Sauber.
mal. Das ist ja Heimwerkerzeug. Oh, schön, Schusselschlumpf. Halte den Knopf gedrückt, wenn du sprichst, okay? Okay. Übrigens, du hast deine Ausrüstung im Schnee liegen lassen, Handy. Nein, das muss Bergbauausrüstung sein. Er wurde wohl auf einen Berg teleportiert, auf dem Silber abgebaut wird. Trotzdem ist es nicht schön, seine Ausrüstung nicht wegzuräumen, Handy. Dieser Schlumpf schafft das doch nie. Das gibt eine Katastrophe. Schon vorbei? Thank you.
Das ist die reinste Magie. Alles ist weg.
richtig platt. Achtung, ich werde angegriffen. Blatt. Achtung, ich werde angegriffen! Das macht Laune. Scharotte!
bring dich platt! Wo seid ihr, kleinen Tierchen, denn? Laune. Fühle ich mich besser. Jetzt kann ich weiter schlupfen.
mich so müde.
Blatt. Vorbei. Hey!
Ich liebe es, spazieren zu gehen. Es ist echt schlumpfig, so zu reisen. Ich hatte noch nie so viel Spaß. Ja, natürlich. Das ist doch ein Schlumpfspiel. Vor mir sind zwei Wege und ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Kannst du uns die beiden Wege beschreiben, Schusselschlumpf? Der rechte führt zu einer dunklen Felsspalte, die sehr, sehr schlecht riecht. Links ist es ruhig und schön. Wie kann er da noch zögern? Wenn er clever wäre, würde er doch Cleverschlumpf heißen, oder nicht? Nimm den linken Weg, Schusselschlumpf. Der scheint friedlicher zu sein. Genau. Geh auf gar keinen Fall nach rechts, okay? Warum kann ich nicht nach rechts gehen? Nur weil es da viel gruseliger ist, findest du nicht? Mach es nicht zu kompliziert, Schusselschlumpf. Nimm den ruhigen Weg, finde ein Portal und komm zurück. Ich hab hier viel Spaß. Zumindest mehr Spaß als bei Gargamel. Also, ich geh nach rechts.